Die Zwillingsschwester meiner Mama wurde in der DDR verkauft. Okay, Leute, das ist echt ein emotionales Thema, aber irgendwie mittlerweile finden wir einfach keine anderen Wege. Wenn ihr jemanden kennt, der so aussieht wie meine Mama, bloß vielleicht mit kürzeren Haaren, ohne das Muttermal, bitte markiert mich, damit vielleicht meine Mom es endlich schafft, nach 51 Jahren ihre Schwester einfach zu sehen. Es kann sein, dass euch dieses Video bekannt vorkommt. Cleo ist damit viral gegangen auf TikTok. Über 2 Millionen Menschen haben sich das angeschaut, tausende Kommentare. Und eigentlich will Cleo damit nur die Zwillingsschwester ihrer Mama finden. Ich sag euch, die Geschichte hinter der Suche ist ziemlich wild. Offiziell ist die Tante kurz nach ihrer Geburt verstorben und wurde direkt danach beerdigt. Das Ganze ist schon 51 Jahre her. Wir werden Cleo heute fragen, warum sie sich so sicher ist, dass ihre Tante noch lebt. Also ihr müsst wirklich Haare bisher her haben. Es gab Verwechslungen, wo eigentlich ständig auch Bekannte angerufen haben. Wir haben Antje heute gesehen, deine Frau geht fremd. Ja, hat mich dann natürlich auch sauer gemacht. Cleo ist einfach schon die dritte Generation, die von dieser Suche gefesselt ist und fest an einen vorgetäuschten Säuglingstod in der DDR glaubt. Ich stelle mir die Frage, was macht so eine Situation eigentlich mit einer Familie? Ich frage manchmal, wo bist du? Warum bist du nicht irgendwo in der Nähe? Das nimmt voll emotional halt mit. Und ey, einmal eingestiegen in die Geschichte wird es euch nicht anders gehen, das verspreche ich. Ich will jetzt einfach wissen, was ist da gelaufen? Was ist mit Cleos Tante in der DDR passiert? Und kann Cleo jetzt ein für alle Mal dieses Familienrätsel lösen? Ja, da kommen sie. Bin gespannt. Ja, ich auch. Hi. Hallöchen. Komm rein, komm rein. Cleo, wann hast du denn das erste Mal von deiner Tante erfahren? Ich habe nur damals halt durch einen Facebook-Post bei meiner Mom mitbekommen, dass anscheinend da was ist. Wie alt warst du da? 12, 13, 14, also super jung. Was hat deine Mom da gepostet? Hey, ich suche meine Schwester Jana. Ob sie noch so heißt, gehen wir wahrscheinlich nicht davon aus. Ich habe es dann halt immer mehr so mit der Zeit verstanden, weil sie dann halt auch super viele Filme und Serien geguckt hat, wo halt Familien dann wieder zueinander gebracht wurden. Und sie dann jedes Mal so war, das könnte ich so mit meiner Schwester. Und dann... Ja. Hat sie wirklich so gesagt? Ja, jedes Mal. Das hat mir halt so im Herzen wehgetan, weil ich mir halt so denke, Mann ey, warum können wir das nicht machen? Wie? Was kann ich tun, damit du auch diesen Moment hast? Ich kann verstehen, warum das Gefühl in dir so stark ist, vor allem wenn man etwas so sehr will. Ich bin es ja auch schon relativ rational durchgegangen, weil ich mir so denke, warum sollte so etwas passieren? Warum sollte man einfach irgendwelche Kinder irgendwelchen anderen Leuten unterschieben? Genau. Aber ich finde es halt einfach krass, weil auf der Geburtsurkunde, auf der Sterbeurkunde überall Fehler sind. In der DDR gab es tatsächlich sogenannte Zwangsadoptionen. Die haben sich vor allem gegen Menschen gerichtet, die irgendwie gegen das Regime waren oder ausreisen wollten. Basically wurden jungen Müttern einfach so ohne ihre Einverständnis die Kinder weggenommen. Das Ding ist aber, im Gegensatz zu Cleos Fall haben diese Fälle nichts mit vorgetäuschten Toten zu tun. Das ist aber genau das, was mit Cleos Tante passiert sein soll. Sie glaubt, dass der Tod ihrer Tante nur vorgetäuscht ist und dass ohne dem Wissen der Oma das Baby zur Adoption freigegeben wurde. Auch hiervon gibt es angeblich so einige Fälle, die bislang aber nicht ausreichend belegt werden konnten. Tatsächlich gibt es nur einen einzigen Fall, bei dem bewiesen werden konnte, dass der Tod eines Säuglings vorgetäuscht wurde. Darüber werden wir in Folge 2 noch sprechen. Das heißt, wenn du jetzt schon hooked bist, dann lass ein Abo da. Deswegen bin ich dann doch so überzeugt und allein, weil mein Dad sie auch gesehen hat und auch mein Dad so stark davon überzeugt war, ohne dass er wusste, dass meine Mom eigentlich die Zwillingsschwester hat. Mhm. Und deswegen, weiß ich nicht, bin ich da auch, dass ich denke, sie muss halt leben. Safe. Ich finde es faszinierend, wie überzeugt du von der Sache bist. Und wie ich zu dieser Geschichte stehe, weiß ich noch gar nicht so richtig. Da fehlen mir Informationen. Wir werden ja noch mit deinem Dad reden, mit deiner Mom. Und ich glaube, dann kann ich mir ein besseres Bild machen. Was bedeutet denn dir persönlich diese Suche? Irgendwie dieser Drang, es wissen zu wollen, ist schon krass parat. Also man macht sich ja wirklich voll auf Gedanken, so ey, läuft die jetzt hier irgendwo rum? Bin ich gerade vielleicht an meiner Cousine oder meinem Cousin vorbeigelaufen? Man weiß ja gar nicht, wie die ausschauen. Sehen die vielleicht auch ein bisschen ähnlich mir vielleicht? So, man weiß ja nicht. Antje, wann hast du denn das erste Mal von deiner Zwillingsschwester erfahren? Und wie? Das erste Mal eigentlich als Kind. Meine Mama hatte im Album aufgeschrieben, dass ich ein Zwillingskind bin, eineiig. Ja, dann hatte ich gefragt, warum das Kind eigentlich gestorben ist und ob ich zum Grab gehen könnte. Mhm. Aber ist nie passiert. Es war so zu Ostzeiten, da hat man nicht viel nachgefragt.
Und es wurde auch nicht weiter darüber gesprochen. Und von daher bin ich dann erst wieder in Berührung damit gekommen, als mein Mann mich gesehen hat. Okay, du hast jetzt schon die Story mit deinem Mann angesprochen. Wann war denn das Ganze? Wann ist das passiert? Das Jahr 1994. 6 Jahre vor meiner Geburt. Das war ein ziemlich großes Club. Der Name des Bars war Fabrik damals. Das war richtig populär. Ne? Ich habe da als Barkeeper gearbeitet. Ne? Ich habe Getränke gemixt. So, da kommt Tommy, also mein Chef, und sagt, du, deine Frau, sie ist da, aber nicht allein, weißt du? Dann gucke ich dann in diese Richtung. Antje 1:1. Aber kurze Haare, blond, aber ohne Muttermal hier, ne? Sie hat geraucht und sie hat sich amüsiert, ne? Sie hat mich kurz angeschaut und dann ist dann natürlich dann weiter mit ihrem Mann, ihrem Freund, weiß ich nicht. Das war wirklich schlimmer Moment für mich, weil 1,5 Jahre, wir waren zusammen, ja, ich war verliebt, ja. Ich habe meinen Kollegen Matthias gesagt, kannst du bitte kurz meine Posten übernehmen, weil ich muss was klären. Und ich laufe Richtung diese Ecke, sie war nicht mehr da. Da ruft Matthias, die sind Richtung Ausgang. Oh shit. So, da bin ich dann natürlich schneller gerannt, Tür aufgemacht. Ich habe sie weit gesehen, sie steigt in ein Auto. Und da sind natürlich dann losgefahren. Und dann stand ich da, bin blöde. Da habe ich überlegt, war das alles echt jetzt hier? Was war das für ein Gefühl, als sie vor dir in dieses Auto gestiegen ist? Wie ging es dir damit? Du warst ja so nah dran. Warst du schon mal verliebt? Bestimmt. Das ist eine große. Ja, also ich war wirklich wütend. Also richtig sauer, komplettes Paket. Ne? Mhm. Nach meiner Feierabend dann, gegen 5:30 schon morgens, 6, da bin ich wieder nach Hause gefahren mit Auto. Sie lag da, die Haare war wirklich lang, blond und das Muttermal war auch noch da, ja. Da habe ich natürlich dann aufgeweckt. Da hat sie auch dann überlegt, das kann nicht sein. Ich habe geschlafen den ganzen Abend. Ja. Sag ich, nein, ihr habt sie gesehen. Und nicht nur ich, sag ich. Auch mein Chef, meine Arbeitskollege. Dann hat sie überlegt, ja, ich hatte eine Schwester, aber sie ist schon längst tot. Was, sag ich, du hast eine Schwester? Ja, eine Zwillingsschwester, aber ich habe nicht darüber gesprochen. Und dann hat sie kapiert, oh, was stimmt mir nicht, ne? Cleo, wie geht's dir damit, dass es wirklich so knapp war? Krass ärgerlich, also wirklich ärgerlich. Aber ja, gut, ich meine, im Nachhinein, wenn man so hört, wie die Bar aufgebaut war und die ganze Situation, versteht man, dass das halt nicht hätte früher schaffen können. Was glaubst du persönlich, wer war diese Frau? Wahrscheinlich dann meine Tante, hopefully. Cleo, hast du denn schon mal ganz klar nur mit deiner Oma über die Geburt und über den Tod deiner Tante gesprochen? Nee, gar nicht. Also ich glaube, es wäre bestimmt auch mal interessant, weil ich wahrscheinlich dann auch auf irgendwelche Fragen kommen würde, die ich wahrscheinlich sonst so jetzt nicht meine Mom gefragt hätte. Mhm. Hallo, guten Tag, Oleg. Wenn du dich an diesen Tag der Geburt zurückerinnerst, was kommt dir da so als erstes in den Kopf? Der Tag, sage ich mal, der verlief eigentlich gar nicht schön, weil ich vom 5. Monat an schon Wehen hatte. Also haben sie das mit Tabletten und mit Spritzen gehalten bis zum 7. Monat. Und dann kam ich in den Kreissaal und dann ging's los. Dann haben sie angelegt alles, was sie brauchen, Sauerstoff und alles. Und dann kam schon das erste Baby raus. Und dann sagten die Schwestern, ach, hier kommen ja noch eins oder mehrere. Durch die Narkose bin ich eingeschlafen. Und dann bin ich die Nacht um 1 aufgeweckt nach der Narkose. Und dann sagte mir die Schwester oder Hebamme, ach, wissen Sie was, Sie haben ja 2 so eine süßen Mädchen. Sie haben Zwillinge und auch noch eineiige. Und ich war so glücklich. Ich habe mich so gefreut darüber.
Ja, und dann kam auch eine andere Frau von was weiß ich was für ein Amt, die gesagt hat, sie müssen das hier alles unterschreiben. Das geht um die Geburtsurkunde, das geht für Standesamt und dieses und jenes. Und ich habe ja dann auch so Tabletten bekommen und durch die ganze Medikation wusste ich jetzt nicht, was ich alles unterschreibe. Und mein Mann kam am nächsten Tag hin und dann haben sie ihm die Kinder gezeigt. Das heißt, er stand im Krankenhaus unten auf der Wiese und ganz oben am Fenster hatten sie zwei Babys auf dem Arm, dass er sieht, er hat sie nicht von nahen gesehen, nur von weitem. Und dann kam der dritte Tag. Und dann kam der Arzt ans Bett und hat gesagt, ich muss Ihnen eine ganz schlechte Mitteilung machen heute. Sie haben jetzt nur noch ein Kind. Ein Kind ist verstorben. Und dann habe ich angefangen zu weinen. Ja, das war für mich so schlimm. Jedenfalls sagte er, das zweite Kind mussten sie holen, das war eine Steißgeburt und das mussten sie mit, also eine Zangengeburt, das mussten sie holen. Und dabei wurde der Kopf verletzt, weil sie es nicht rausbekommen haben. Mhm. Und es wäre was auch mit dem Gehirn und das wäre ein Pflegefall, wenn das würde großgezogen werden. Und das möchte ich doch nicht und es ist besser so, weil es jetzt verstorben ist. Ich habe extra im Vorfeld, bevor wir uns hier so versammelt haben, mit meiner eigenen Oma gesprochen. Sie kommt aus der ehemaligen Sowjetunion und sie hatte tatsächlich auch Zwillinge geboren und die sind leider beide verstorben. Und meine Oma durfte die Totgeborenen aber sehen. Und ich habe sie extra gefragt, ob ihr das geholfen hat und sie meinte, das war wirklich, das war ihr wirklich sehr, sehr wichtig. Glauben Sie, es hätte Ihnen geholfen, das Baby zu sehen zu dürfen? Natürlich, dass man sich verabschieden kann. Ja, das war, ist doch wichtig, das Baby zu sehen. Mhm. Wie ist es wirklich, sieht es auch so aus wie das andere Baby? Aber das kam dir auch nicht komisch vor, dass du sie nicht sehen durftest? Nein, Cleo, ich war 21. In der DDR hat alles funktioniert, sage ich mal. So wie das war, war das gewesen. Wenn der Arzt gesagt hat, so und so ist es, dann war es halt so. Ja, dann hat man es akzeptiert. Wann kam bei Ihnen denn der erste Zweifel auf am Tod von Jana? Dadurch, dass sie verwechselt wurde, schon früher. Sie wurde ja in Bad Liebenwerder, wo sie da waren, wurde sie ja immer verwechselt, ob das, was weiß ich, beim Uhrenmacher, beim Gemüsehändler oder wo das überall war. Da hat sie immer gesagt, ich habe einen Doppelgänger, Mutti. Und daraufhin hat meine Tochter mich da gebeten, Mutti, wir müssen suchen. Weil wir ja auch recherchiert haben, mit allem bin ich mir schon sicher, dass sie zur Adoption frei geworden bin, dass ich das unterschrieben habe. Weil ich ja immer wurde unter Medikamente gesetzt. Weshalb wird gesagt, dass ich sie nicht beerdigen darf, dass man uns das nicht zusagt, dass man kann dabei sein. Das hätte man auch hier zu Hause machen können. Alles hier auf dem Friedhof, dann hätte ich sie hier gehabt, alles, wurde alles untersagt. Mama, du hattest schon echt eine wilde Frise. Andauernd habe ich blöde Frisuren gehabt. Was heißt blöd? Ich wette, das war hochmodern. Damals war das voll in. Das heißt, die Frau, die dein Mann dann in der Bar gesehen hat, wie sah die dann ungefähr aus? Also ihr müsst wirklich Haare bis hierher haben, immer schulterlang, also ich stelle mir das vor bis hierher und halt ohne Mutter mal. Das war ja, aber so wie ich verstanden habe, nicht das einzige Mal. Nein, es gab noch mehr Verwechslungen. Ja, und dann ständig eigentlich in Bad Liebenwerder. Das war so das Umfeld, wo eigentlich ständig auch Bekannte angerufen haben. Wir haben Antje heute gesehen, die ist mit einem, was weiß ich, anderem Auto unterwegs gewesen. Oder Jani, deine Frau geht fremd, haben sie angerufen. Das macht auch was mit einem. Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum du da Angst bekommen hast, vor allem auch um deine Familie. Ja. Und immer wenn du diese ganzen Storys zum allerersten Mal gehört hast, wie hast du da reagiert darauf? Ja, also großartig noch was dazu zu denken, außer halt einfach die ganze Zeit fassungslos zu sein. Ja. Ging dann nicht. Ging gar nicht. Ja, hat mich dann natürlich auch sauer gemacht und aber auch irgendwie, also total fraglich, wie man
das auflösen kann. Mhm. Und ja, deswegen bin ich auf alle Fälle ihr größter Supporter, irgendwie da irgendwie mal Klarheit zu schaffen. Mhm. Ihr merkt schon, für Cleos Familie zählt wirklich jede Spur. Deswegen teilt dieses Video unbedingt. Und wenn du noch mehr Tipps für die Suche hast, dann kommentier doch. Wir verlinken euch noch mehr Bilder von Antje unten in der Infobox. Ist diese Erkenntnis in dir gereift, dass deine Schwester noch lebt? Ja, also von der ersten Begegnung an, wo der Jani sie eigentlich gesehen hat, mhm, war mir klar, das könnte sie gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich in derselben Situation sein würde, ob ich das dann als klaren Beweis ansehen würde. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe dich. Also, aber es ist ja so, mein Mann hat mich gesehen. Er kennt mich ja. Kann der sich irren? Und wenn er sich irrt, irrt sich sein Chef, irrt sich sein Arbeitskollege, irren sich die Leute, die uns wirklich nah gekannt haben, ne? Die uns ständig mit uns zusammen waren und dann gesagt haben, ups, also wir haben dich gesehen. Irren die sich alle? Ich glaube nicht. Ich denke schon, das ist wirklich meine Schwester gewesen, jedes Mal. Du warst vor der Begegnung, die dein Mann hatte, der festen Überzeugung, deine Schwester ist tot. Ja, also meine Eltern haben uns das so vermittelt und das war dann so. Schließlich gab es ja auch ein Grab und die haben eine Beerdigung bezahlt, also, mhm, und eine Sterbeurkunde ist da und von daher war das also wirklich sicher, dass sie nicht lebt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann waren Sie bei der eigentlichen Beerdigung nicht anwesend. Nein. Aber Sie wären gerne dabei gewesen. Natürlich wären wir dabei gewesen. Natürlich. Man hat es uns ja untersagt. Wir durften uns nicht verabschieden, wir durften das Kind nicht beerdigen, wir durften gar nichts, das haben sie uns alles untersagt. Das wird alles vom Krankenhaus gemacht. Wir sind ja dann auch zum Friedhof gefahren und haben dort dann Blumen auch hingestellt ans Grab. Da war ein kleines Kreuz und dann haben wir Blumen draufgestellt, weil ich wusste, also es stand nur eben die Reihe und wo das eben ist, der Platz, wo es eben Namen liegt. Als anonymes Grab, ohne Namen. Ohne Namen hatten sie so gemacht, ja. Ich merke, dass es Ihnen nicht allzu einfach fällt, darüber zu sprechen. Ist richtig. Es tut sehr weh. Es tut sehr weh. Ja. Denn ich werde auch immer älter und sage mir immer, hoffentlich erlebe ich das noch. Mhm. Ich frage manchmal, wo bist du? Wo bist du? Warum bist du nicht irgendwo in der Nähe? Und ja, es ist nicht einfach. Claire, wie fühlst du dich damit? Ja, das nimmt voll emotional halt mit. Weil, also, ich fand es ja auch schon voll schlimm, Mama dabei zu sehen. Und jetzt mal meine Oma bei dem Thema halt zu sehen. Nimmt schon so mit. Mich auch. Harlig. Mich auch. Warte, ich hole mir auch mal ein Taschentuch hier. Danke. Ich merke, wie schwierig das für euch alle ist. Wie viel Schmerz und Hoffnung da dahinter steckt. Aber ich spüre schon auch, wie euch das zu zweit und auch zu dritt als Familie so zusammenschweißt. Und das ist eigentlich sehr schön, das zu sehen. Danke. Ihr habt es gerade gesehen. Das Gespräch mit der Oma hat mich selbst ziemlich mitgenommen. Und vor allem nach dem Gespräch mit dieser Frau kann ich noch besser verstehen, warum Cleo diese Suche weiterführt mit ihrem TikTok-Aufruf zum Beispiel. Und da kam ja auch richtig viel rein. Super viele Tipps, wie zum Beispiel eine Bilderrückwärtssuche, wo gar nichts rauskam. Es gab aber auch einen Tipp, der war erstaunlich konkret. Eines Tages hat mir ein Mädel auf Instagram geschrieben und sie hatte mir einen Screenshot von dem Chat von ihr und ihrer Mom geschickt. Und dann bin ich halt auf den Screenshot gegangen und habe halt gesehen, dass sie ihrer Mama mein Video zugeschickt hat. Und von wegen so, ey, kommt sie dir bekannt vor? Und dann meinte die Mama nur so, ja, ja, mit Jana war ich damals immer in der Disco da. Du hast ja an sich schon zuversichtlich. Ja. Ich glaube, du würdest ohne diesem Spark, ohne dieser Zuversicht, hättest du das TikTok gar nicht gemacht. Voll. Und dann kommt so eine Nachricht rein. Das war krass. Also wie gesagt, das war halt so der erste Tipp von ganz vielen, die uns geschrieben hatten, dass wir uns so dachten, ey, dieser Tipp, das könnte wirklich was sein. So. Ihr habt noch keinen weiteren Kontakt gehabt? Du hast nicht mal angerufen oder so? Nee, also ich hatte ihr dann nur eine Woche oder so später geschrieben, ob sie sich an was erinnern kann, aber seitdem nicht mehr wirklich was. Wir haben
den Kommentar ja von dir auch bekommen. Das heißt, ich habe den schon mal gesehen. Und wir in der Redaktion haben sie ausfindig gemacht. Und wir könnten sie jetzt anrufen. Okay, krass. Seid ihr dabei? Würdest du das machen? Ja, let's go. Also wir haben... Ja, okay. Was würdest du sagen? Nichts zu verlieren, sozusagen. Ja. Jetzt bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Ja? Willst du drücken? Weiß ich nicht, soll ich drücken? Ja, komm, drück. Hi! Ich habe super viele Fragen an dich. Ja. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, jetzt auf TikTok zu schreiben, auf diesen Aufruf? Ich weiß nicht, ich habe halt meine Mom gefragt, ob sie halt die Frau halt so kennt. Meinte sie zu meinen, ja, könnte durchaus sein. Es ist ja wirklich schon lange her. Und Mutti meinte halt auch, es kann sein, aber es muss halt nicht. Dann hat sie mir ein paar Sachen so erzählt mit ihrem Geburtsjahr, Geburtsort. Zwar nicht viel, aber es war irgendwie doch viel. Also es war ganz, ganz komisch, fand ich. Wäre es okay für dich, wenn wir uns an dem Ort treffen, an dem deine Mom glaubt, Jana gesehen zu haben? Ja, das könnten wir machen. Okay, mega. Cool. Und wenn ich das richtig jetzt rausgehört habe, dann ist deine Mom auch bereit, dabei zu sein. Ja, ich habe gesagt, Mama, ich fahre nicht wegkommen. Ich mach das nicht alleine. Dann sind wir jetzt gespannt auf morgen, würde ich sagen. Mhm. Ich bedanke mich schon mal bei dir. Ja, danke dir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, toll, jetzt kann Mama heute nicht mehr schlafen. Was ist das für ein Gefühl? Jetzt gerade habe ich hier so ein Hug los bis hierher. War schon. Was denkst du, also so, das ist ja der Aufruf deiner Tochter gewesen, sozusagen. Ist es nochmal anders für dich als jetzt deine eigene Suche? Oh mein Gott, soll ich ein Taschentuch holen? Oh mein Gott, nein, jetzt kurz. Ja. Ich weiß gar nicht, warum. Hör auf zu weinen, sonst fange ich auch an. Boah, ich wünsche mir echt, dass das was bringt. Mama, aber du kannst ja nicht zu viel Hoffnung haben. Nein, 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 aber es ist wirklich schon der heißeste Tipp. Und es ist schon, wenn die Mama mitkommt, ist schon cool. Warum ist es für dich wichtig, dass die Mama von der Selina jetzt auch mitkommt? Vielleicht sieht sie mein Gesicht und denkt sich, ja, kommt mir sehr bekannt vor. Ob diese heiße Spur aus Cleos TikTok-Aufruf neue Erkenntnisse bringt, das seht ihr in der nächsten Folge. Kommen die beiden da? Ja, da kommen sie. Bin gespannt. Ja, ich auch. Wir schauen uns alle Dinge an, die Cleo und Antje komisch vorkommen und wegen denen sie glauben, dass ihre Tante nicht gestorben ist. Du willst wissen, was in Folge 2 passiert? Dann aktivier unbedingt die Glocke und komm, sprich mir nach. Lass ein Abo da. Was hast du bis jetzt für einen Eindruck? Lebt Cleos Tante noch? Und was würdest du an ihrer Stelle machen? Aufgeben oder weitersuchen? Bis es hier weitergeht, könnt ihr euch noch eine besondere Folge von Lisa Sophie anschauen. Da geht es um einen echten Mordfall und am Ende müsst ihr selber eine Entscheidung treffen. Und darunter gibt es einen Film von Trudoku, da sucht Jessica ihren vermissten Bruder.